Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, DNA-Proben können schon seit langem vor Gericht als Beweismittel eingeführt werden, beispielsweise nach einem Einbruch. Da können DNA-Spuren eines Einbrechers gefunden werden. Und in den Fällen handelt es sich um die sogenannte unkodierte DNA, die vom Bundeskriminalamt in bestimmten Fällen auch in Datenbanken abgespeichert wird. Man prüft also, übersetzt gesagt, stimmt eine DNA-Probe mit einer anderen überein. Die Forderung des Landes Baden-Württembergs nach dem Mordfall und nach der Vergewaltigung mit dem anschließenden Mord in Freiburg geht darüber hinaus. Sie möchte die DNA-Analyse zukünftig als Fahndungsmittel einsetzen, praktisch ein genetisches Fahndungsfoto. Tatsächlich ist das forensisch möglich, sogenannte kodierte DNA-Stränge auszuwerten und Rückschlüsse auf die dazugehörige Person zu ziehen. Es handelt sich allerdings auch um kollektive Merkmale und um Wahrscheinlichkeiten. So viel muss man hier einfach mal sagen. Die erweiterte DNA-Analyse arbeitet also mit Vorhersagen. Das ist ein wichtiger Unterschied zu der herkömmlichen Methode. Mit Wahrscheinlichkeit kann zum Beispiel anhand der erweiterten DNA-Analyse die Haarfarbe, die Augenfarbe, die Pigmentierung und das Alter einer Person bestimmt werden. Die gemeinsame Kommission der rechtsmedizinischen und kriminaltechnischen Institute führt in einer Stellungnahme dazu aus, zitiere, die Vorhersagen liegen im Durchschnitt bei nur 75% der Fälle richtig, wobei schwarze Haare bei 87 liegen und blonde Haare nur bei 70%. Besonders problematisch ist es bei Leuten, die schon graue Haare haben. In der kodierten DNA sind nämlich nur Prognosen zur Haarfarbe vor einer Ergrauung abzuleiten. Also kurz gesagt die Haarfarbe, die man als Jugendlicher oder junger Mensch hatte. Auch bei der Bestimmung des biologischen Alters gibt es fachliche Bedenken. Bei Jugendlichen ist die statistische Abweichung in der erweiterten DNA-Analyse relativ groß. Als Baden-Württemberg diesen Antrag gestellt hat, kam Bayern und wollte die Analysemethode noch um ein weiteres Kriterium erweitern. Die CSU will die sogenannte biogeografische Herkunft aus der DNA ableiten, die darauf abhebt, von welchem Kontinent eine Person angeblich stammt. Viele Forensiker sehen das skeptisch und deren Einschätzung halten wir auch für richtig. Wir stimmen daher dem Änderungsantrag der Koalition zu. Auch der Antrag der FDP ergibt Sinn, weil er diese neue Methode auf schwere Straftaten gegen Leib und Leben und die sexuelle Selbstbestimmung einschränken will. Insgesamt haben wir ungefähr eine Stunde in der Fraktion debattiert, wie wir dann aber mit den Änderungsanträgen umgehen, wenn sie denn durchgehen, und dem eigentlichen Antrag, und haben eigentlich die Bedenken, die das Institut, was ich eben erwähnt habe, dann für schwerwiegender gehalten, und wir werden uns bei dem Antrag dann enthalten. Dankeschön.